Hi, wieder zurück zu unserem Firmen-Home-Hive, direkt bei mir vor Ort in der Imkerei. Wir haben hier noch nicht ganz diese 4 bis 6 Wochen Rhythmen durch. Das letzte Mal habe ich euch das Video gemacht am 12.12. An dem Tag war der Milbenfall von 3 Wochen der Oxalsäurebehandlung bereits durch. Wir haben jede Menge Milben da finden können. Die Behandlungszeit von der Oxalsäure ist eigentlich schon durch. Wir haben jetzt trotzdem seit dem 12. bis heute zum 1.1. einen Milbenfall von insgesamt 52 Milben. Das konnte ich ermitteln über diese Platte hier unten. So sieht das aus. 52 Milben. Leider, wie gesagt, 3 Wochen nach der Wirkzeit der Behandlung. Das ist ein Durchschnitt von pro Tag noch 2,6 Milben. Das darf eigentlich nicht so sein, aber wie ich ja schon auch in den letzten Videos erwähnte, nicht nur der Milbenfall ist ausschlaggebend, sondern eben auch die Gesamtgesundheit des Bienenvolkes. Ein gutes Bienenvolk kann nämlich auch höhere Milbenzahlen doch kompensieren. Vielleicht schwenkst du gerade mal die Kamera hier hin. Weil wir wollen einfach mal kurz die Platte hier rausziehen und die Leichen durchfallen lassen, falls bei dem schönen Volk überhaupt welche vorhanden sind. Ja, ein paar sind rausgeflogen, aber nicht der Rede wert. Ja, kurz sauber machen. Jetzt kommt wieder die Platte rein. Dann ziehen wir noch mal die Windel raus, weil da fliegen ja für gewöhnlich die Leichen dann rein. Na, komm raus. So, da haben wir sie. Jawohl. Das waren sozusagen nur die paar Leichen hier auf dem Gitter. Und dann gucken wir doch mal kurz von innen rein, wie das Volk gerade aussieht. Wow, also das ist doch mal ein tolles Volk. Gleich wieder zu, die sind ja hochgradig aktiv. Also wenn ein Bienenvolk so gut in der Wintertraube sitzt, dann mache ich mir tatsächlich um die Milben gar keine Sorgen. Wenn Bienen hier in den Ritzen drin sind, dann hilft nur Geduld und leichtes Anlobbeln von der Platte. Damit geben wir den Bienen einen ganz leichten Druck auf den Körper. Dann gehen sie wieder aus den Ritzen raus. Und wenn wir keine Widerstände mehr merken, können wir wieder die Klammern hier zuziehen. So, diese Bienen machen wir hier mit einem kleinen Schwenker weg, wegen der Grüppchenbildung. Dann können die schnell zurückfliegen. Und wie gesagt, normalerweise hätte ich jetzt hier in den nächsten 4 bis 6 Wochen reingeschaut. Nur, ja, ich konnte es jetzt halt nicht abwarten, euch das gleich am 1.1. zu zeigen, wie das Bienenvolk hier sich hier entwickelt hat. Und wir werden natürlich weiterhin dieses Bienenvolk in der Homehive-Tutorial-Liste halten. Aber diesmal werde ich dann auch meine Rhythmen wirklich einhalten. Ich gucke hier das nächste Mal in 6 Wochen rein. Hier ist nämlich nicht mehr zu tun. Bis zum nächsten Video. Tschüss.